Und hallo YouTube, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim Enderal. Und wir sind hier mit Lishari in dieser Untersuchungsruine hier, wo sie halt in irgendwelche ja, Untersuchungen eben angestellt haben. Und wir wurden von Söldnern angegriffen, oder besser, sie wurde von Söldnern angegriffen. Wir haben ihr geholfen und heieiei, war das eine schwere Geburt. Bis wir da mal durchgekommen sind. Ich habe das Gefühl, wir hätten Tränke kaufen sollen in der Stadt. Also, note to self, sechsmal, wenn wir in einer Stadt sind, Tränke kaufen. Lehrbücher kaufen, sonst Probleme haben. Und ja, dann erzählen wir mal unsere Geschichte und hoffen, dass sie uns von diesem Arkanistenfieber befreit, das uns ja inzwischen echt zu schaffen Ich macht. habe Zeit. Na dann, Schwert weggesteckt und hingehockt. Und in dieser kurzen Zeit habt ihr derart zu kämpfen gelernt? Das ist faszinierend, gelinde gesagt. Diese Vision, habe ich das richtig verstanden, dass ihr den Tod dieser beiden Apothekarii vorhergesehen habt? Yep, und ziemlich freaky, also vor allem ist das halt auch wieder ja, der Blick in die Zukunft. Kann man die Zukunft dann verändern oder sorgt man nur dafür, dass sie so wird? Gut, das war halt nur ein sehr kurzer Blick in die Zukunft. Ich frage mich, wie das in Enderal sein wird, ob das so die Zukunft ist, die sich ständig verändert oder dass die Zukunft ist, die in Stein gemeißelt ist und dass man halt, indem man versucht, sie zu verhindern, sie nur schneller herbeiführt oder überhaupt herbeiführt. Aber naja, erstmal Das Arkanistenfieber tut es in heilen. der Tat. Aber schön, wer bin ich, um mich zu beschweren? Ihr taucht hier aus dem Nichts auf und rettet mir nichts, dir nichts, unsere Forschungen. Ihr seid wirklich eine Scheiße. Ich bin eine Scheiße, okay. Okay, das ist ein Weg, es auszudrücken. Nicht ihr. Ich meinte, ich hatte da nur gerade einen seltsamen Gedanken. Aber nein, das wäre verrückt. Viel zu unwahrscheinlich. Ja, so wie ein Blick in die Zukunft vielleicht. Ich würde gern offen mit euch reden, aber unsere Vereinbarung mit dem Götterorden verbietet es mir. Aber ich werde Konstantin und dem alten Arantial von meiner Theorie erzählen. Ihr müsst euch vermutlich noch gedulden, bis Letztere es für richtig hält, euch einzuweihen. Aber wenn meine Vermutung stimmt, dann dann hätten wir endlich die Möglichkeit, diesem Zyklus gehörig in den Arsch zu treten. Nun gut, jetzt haltet mal kurz einen Moment still. Bereit? Alles klar. Keine Sorge, das kitzelt nur einen Augenblick. Warum schweben wir? Ich glaube, das war geplant. So oft wie die Frau Scheiße sagt, könnte das geplant gewesen sein. Au. Wenigstens haben wir wieder Gesundheitsregeneration. Oder überhaupt Gesundheitsregeneration? What just Geht happened? es euch gut? Das war nicht so geplant. Wir sind noch am Leben. Herrje, ihr seht wirklich fertig aus. Das werde ich wieder gut machen. Versprochen. Ich habe keine Ahnung, wie das eben passiert ist. Normalerweise spürt man bei dem Ritual allerhöchstens ein schwaches Kitzeln. Aber bei euch? Das könnte mit eurer seltsamen Aura zu tun haben. Ja, ziemlich wahrscheinlich sogar. Ich hätte ja gedacht, bei diesem Ritual ist jetzt ein bisschen mehr dabei, aber wenn das halt alles ist, was man braucht, um diese Arkanismen einzunehmen, warum macht das dann nicht jeder? Ich meine, sicher, so ein Jahr Meditation ist wahrscheinlich dann für dich als Person besser, dass du ja als Magier deine Magie auch wirklich verantwortungsvoll und so kontrollieren kannst, alles. Was es auch sinnvoll macht, wahrscheinlich das zu machen, aber wenn das so einfach gehen würde, das würden, glaube ich, viel, viel mehr Leute machen. Schwer zu beschreiben. Irgendwie vielschichtig und kalt. Aber vermutlich bin ich einfach aus der Übung gekommen. Es hat funktioniert, darauf kommt's an. Euer Fieber sollte sich jetzt auf ein halbwegs erträgliches Ausmaß mindern und auch dort bleiben. Zumindest, wenn ihr auf euch Acht gebt. Die Nähe von Kristallen meiden. Es mit Lichtmagie und magischen Tränken nicht übertreiben. Ihr kennt die Palette. Gleichzeitig könnt ihr aber jetzt auch eure Fähigkeiten ausbauen, ohne Gefahr zu laufen, ein paar Tage als Orbaja aufzuwachen. Ich schlag vor, ihr geht jetzt erst einmal zurück zu Konstantin. Braucht ihr sonst noch was? Ansonsten bis bald. Wir werden uns wiedersehen. Ich hab da so ein Gefühl. Ja, vor allem, weil du uns noch was schuldest, weil du uns gerade im Endeffekt gegen die Decke geschleudert und dann auf den Boden hast fallen lassen.
Ja, dann bis bald. Bis bald. 500 XP und ich glaube, einer der maßgeblichen Fehler, den ich begangen habe, war, ich hätte in Ark Lehrbücher kaufen sollen. Das in Endroll levelt man ja nicht nur durch Levelaufstiege, sondern eben auch durch diese Lehrbücher, mit denen man die einzelnen Talente verbessern kann. Und ich glaube, weil ich keine solchen gekauft habe, ging es uns gerade in dem Kampf in der letzten Folge so schlecht. Weil ich da halt faktisch meine Fähigkeit nicht ausgebaut habe. Wir hätten wahrscheinlich viel mehr Schaden machen müssen und vielleicht auch viel mehr aushalten müssen, was wir halt nicht taten. Ich glaube, daran könnte es liegen, dass wir halt so schwach waren. Müssen wir jetzt also definitiv auf der Agenda Arcanistenfieber-Tränke kaufen, Lebenstränke kaufen, Mana-Tränke kaufen und Lehrbücher kaufen. Ganz wichtig. Aber zumindest haben wir jetzt mal das Fieber eingedämmt und können uns auf weitere Missionen freuen. Und scheinbar stimmt ja mit uns mehr nicht, weil komische Visionen, diese Frau auf dem Schiff und scheinbar haben jetzt alle auch irgendwelche Theorien mit uns und sagen es uns aber nicht, weil warum denn auch dem Objekt der Theorie mitteilen, dass es eine Theorie über dich gibt? Das wäre ja direkt schon freundlich. Ist hier noch was drin? Genau, hier ist noch ein Kelch drin, den lassen wir aber liegen, weil was würde ich jetzt mit einem Kelch anfangen wollen? Genau, da geht's runter. Hep. Ja, ich glaube, wir waren wirklich einfach underleveled. So, und jetzt sollen wir zu Konstantin zurück. Jetzt haben wir aber hier auch noch echt viele Nebenmissionen. Den Braddock zur Strecke bringen und so weiter und so fort. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit dem Arkanistenfieber? Wie fieberig sind wir denn gerade? Okay, das ist definitiv nicht gut. Ich glaube, wir kehren jetzt erstmal in die Stadt zurück. Stocken mal unsere Vorräte ein bisschen auf. Wo sagt eigentlich das Spiel, dass wir hin sollen? Wo ist der Questmarker? Gehen wir erstmal wieder zu dem Myradenturm, der auch immer jetzt nochmal heißt. Ziegendämon. Der Einfachheit halber heißt das Flugding jetzt Ziegendämon, wenn mir der Name nicht einfällt. Also, wo ist unser Questmarker? Gerade. Ja, hier kann man Orte finden. Wo wäre denn dann zum Beispiel hier der hier? Der wäre hier. Den können wir, glaube ich, auch machen, aber wie gesagt, erstmal nach Ark. Und dazu erstmal zu dem Turm. Ich glaube, das ist ein guter Plan, vor allem wirklich mit Tränken und so aufstocken. Und Ambrosia kaufen gegen das Arkanistenfieber. Wahrscheinlich werde ich anfangen, total wenig zu zaubern, weil ich unbedingt das Arkanistenfieber unten halten will. Ah, Bienen. Die summen echt extrem laut. Ja, da ist der Ziegendämon. Dann fliegen wir doch mal eine Runde nach Ark. Hallo. Und er mit euch. Wohin soll's gehen? Einmal Ark, bitte. Wir hätten wahrscheinlich auch direkt zum Markt dazu so gekonnt, aber so ist es auch gut. Und da sind wir wieder da, YouTube. Ja, Android ist gerade abgeschmiert und ja, habe ich. Dadurch fehlen uns jetzt ein paar Sekunden, wo ich eigentlich nur sage, dass es abgeschmiert ist. Ja, hab nichts verpasst, also absolut gar nichts verpasst. Es ist im Ladebildschirm abgestürzt. Und jetzt sind wir wieder hier in Ark auf dem Myradenturm, auf dem Goat Demon Tower. Das ist wirklich das Ziegendämon. Naja, irgendwann. Und bevor wir jetzt irgendwas machen, gehen wir zum Ich Marktplatz. werde mich doch damit abfinden. Das ist jetzt wirklich. Manche Schichten gehen einfach nie zu. Da gehen wir jetzt zum Marktplatz. Bevor wir irgendwas anderes machen, wie gesagt, Lehrbücher kaufen,
Tränke kaufen. Dringend Tränke kaufen. Und vor allem Ambrosia kaufen, damit wir das Arcanism wieder senken können. Das ist im Moment auf 75% fast. Und das ist echt nachteilig. Wir können mal kurz gucken, was das alles macht. Aber ich habe das Gefühl, dass uns das durchaus ein wenig schwächt. Also wir können kurz mal gucken auf Magie. Was sagt, also hier 10% anfälliger gegen Magie, 25% schwerer für den Schlosskranken, 10% weniger effektiv, seltsames Fieber. Mhm. Meine Worte, o wegestreue Bewohner dieser Heiligen. Und das sollten wir wegbringen. Viele der Euren werden es gehört haben. Bist du der Talos von dieser Welt? Talos! Talos! Hm. Was gibt's bei dir? Aber sicher doch. Okay, die hat nur Essen. wir haben nicht annähernd genug Gold für irgendwas. Okay, kaufen mal ein bisschen an sie. Okay, das ist nicht der Händler, den ich suche. Ja, die auch. Grüße. Was kann ich euch Gutes tun? Wie ist die Lage? Ach, ehrliche Antwort? Bescheiden. Seit diesem roten Wahnsinn sind die Straßen für uns Händler kaum noch bereisbar. Es sei denn, man hat die Groschen, um eine bewaffnete Eskorte Söldner zu bezahlen. Und die haben die wenigsten. Aber naja. Irgendwie schlägt man sich schon durch. Hunger haben die Leute immer. Und solange die Bauern liefern, habe ich Kunden. Okay, die verkauft wahrscheinlich auch nur Essen. Ja, die verkauft auch nur Essen. Möge euer Pfad stets eben sein. Was verkaufst du? Schreitet wohl. Aber immer doch. Okay, das sieht schon eher was aus. Expertenbücher sind das. Feuerwindbogen. Wahrscheinlich alles viel zu teuer für uns. Gesundheitstrank. Gott, ist alles so teuer. Hat die denn... Expertenbuch Alchemie. Ja, das ist halt viel zu teuer. Schlösser knacken, Taschenhiebe, Verzauberung. Eieiei, ist das alles teuer. Hier noch mehr Elementarismus. Gesellenbuch. Ich glaube, da werden wir erstmal das billige Zeug kaufen. Lehrlingsbuch. Jetzt kommen wir der Sache näher. Fernkampf. Hat die vielleicht auch... Okay, da kommen die Meisterbücher. Rollen. Okay, ich sollte das vielleicht sortieren. Das hat sie an Waffen. Das hat sie an Rucksäcken. Tränke hat die Ambrosia. Nein. Okay, wer das hat gerade Priorität eigentlich? Hat aber scheinbar auch keine Einhand-Lehrbücher. Scheinbar nicht. Da gibt es doch jede Menge Zauber. Okay, dann gucken wir mal, was wir verkaufen können. Wir können dir die Amethysten andrehen. Die Axt. Die Baupläne behalten wir uns. Das Quarz. Die Triebe behalten wir uns. Eisenbarren, Eisenerz. Hammer, Hufeisen, Hufeisen, Kelch. Hätte nie gedacht, dass wir das mal machen müssen in Skyrim. Den Zauber hatten wir schon. Die behalten wir uns mal. So, die können weg, die können weg. Die Edelschuhe behalten wir uns auch mal. Kettenhandschuhe kann weg. Das kann weg, kann weg, kann auch weg. Das alte Schwert kann weg, der Kriegshammer kann weg. Der morsche Langbogen kann weg. Die Spitzhacke behalten wir uns. Okay.
Schreitet wohl. Leider hat die auch nicht gerade, was wir suchen. Da ist der Fischmarkt. Was hast du? Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Gute Frage, ja. Und macht schnell. Was hat der für Sachen? Haben die denn alle keinen Nahkampf? Doch, einen Kampf. Meisterbuch, okay. Vielleicht eher mal Lehrlingsbuch, Entropie. Warum haben die bloß ein Meisterbuch? Ja, ich könnte natürlich auch Einhand eingeben und er hat nur ein Meisterbuch. Da jetzt natürlich nicht mehr. Einhand, das hat er da. Der hat auch kein Abbruch. Wo gibt's denn das? Schreitet wohl. Obst, frisches Obst. Der Ausflug auf den Markt ist alles andere als erfolgreich. Keiner hat hier was gemacht, wir eigentlich hier, suchen. Oder? Ich habe gehört, wie ihr geredet habt. Na los, geht weiter. Morala Segen. Okay, Wissen. Geflohen ist das falsche Wort. Ich nenne es taktische Relokalisierung. Nur ein dummer Geschäftsmann würde inmitten eines Bürgerkriegs, der während dieses Skarak-Barbaren auf unser Land zusegen geführt wird, versuchen, Gewürze und Tücher an den Mann zu bringen. Da hat er durchaus recht. Nun ja, nach den Gerüchten über die Götter haben die Ratsmitglieder wohl gedacht, es sei der richtige Zeitpunkt für Machtkämpfe untereinander. Sehr dumm, wenn ihr mich fragt. Und sehr unwirtschaftlich. Ich bin früh genug mit meiner Familie geflohen. Aber dieser Schwachsinn hat viel zu viele ihr Leben gekostet. Viel zu viele. Als Belohnung. Darauf der okay. Cool. Wissensstuhl plus 1. Handel. Gewürze, Teppiche, Exquisitäten. Nur das Beste. Frisch aus Kille. Seht selbst. Ein Expertenbuch hat der denn? Lichtmagie, Alchemie. Wieso haben die alle keine Einhand? Okay, ich glaube, das reicht für unseren Ausflug auf den Markt. Ich werde das in der Folgenpause selbst weitermachen. Also ich werde hier einkaufen für uns und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zu Let's Play Skyrim Enderal. Dann mit Tränken hoffentlich und mit Ambrosia und mit Lehrlingsbüchern. Wenn ich denn welche finde, aber ich glaube, das ist jetzt nicht besonders spannend, hier zu sehen, wie ich rumrenne und nach irgendwelchen Büchern suche hier. Das, glaube ich, ist nicht so spannend. Und daher werde ich das offscreen machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es weitergeht mit Skyrim Enderal. Bis dann. Tschüss.